Und dafür brauche ich Caro, Rick und Michael. Bitte auf die Bühne. Oh, deshalb macht mal Pause. So, ich glaube, ihr ahnt bereits, was kommen könnte. Ja, ich ahne bereits, was kommen könnte. Ja. Wir kochen etwas. Okay, also es spielt in einem Supermarkt, wie man sehen kann. Ach was. Ja, irre, ne? Rick, du bist ein armer Student, ja, der einkaufen will. Und Caro, du bist eine reiche Kundin und ihr streitet euch in dieser Szene um das letzte Produkt im Regal. Wir werden gleich noch rausfinden, welches Produkt das ist. Und Michael, du bist der Filialleiter. Du kommst dazu, um möglicherweise zu schlichten. Aha. Jetzt brauche ich noch von euch, liebes Publikum, ein Produkt. Öl. Heizöl oder Dieselöl? Kohlrabi. Kohlrabi ist ausverkauft. Es gibt nur noch ein Exemplar und ihr, aus irgendwelchen Gründen braucht ihr unbedingt diesen Kohlrabi. Das ist sozusagen die Vorgabe. Mhm. Ihr spielt die Szene jetzt erstmal ganz normal an. Und wenn ich dann den Buzzer drücke, nenne ich euch ein Musikgenre, in dem ihr es dann weiterspielen müsst, beziehungsweise singen. Und wenn ich nochmal buzzer, dann spielt ihr wieder normal weiter. Simon, komm du rein. So, der liebe Bernd wird dich natürlich so gut er kann unterstützen und er kann es wirklich gut. Seid ihr bereit? Dann sage ich, Szene ab. So, da fehlt ja nur noch. Entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau, ich konnte beobachten. Leider gar keine Zeit. Ja, aber das Ding ist, wissen Sie, Sie haben den letzten Kohlrabi und ich bräuchte den wegen der Antioxidantien. Sie wollen den letzten Kohlrabi? Ja, bitte, wegen der Antioxidantien. Immer der gleiche Pöbel. Ja, Sie sehen ganz toll aus. Ich glaube, Sie können locker auf Antioxidantien verzichten. Wissen Sie, ihr habt nicht so viel Zeit. Das macht mir nichts, Sie müssen mir nur den Kohlrabi. Rick, bayerisches Volkslied. Au, wie schöne Frau, ich brauche einen Kohlrabi, sonst hat's mich nau. Antioxidantien, freile Rau. Au, schöne Frau, ich brauche einen Kohlrabi, sonst hat's mich nau. Antioxidantien, wir tanzen alle mit und Kohlrabi. Ja, keine leichte Sache. Keine Sorge, meine lieben Kunden, Kohlrabi kommt auch demnächst wieder rein. Also ich habe so ein kleines Problem mit dem Klientel. Mit dem Klientel? Caro Heavy Metal. Ihnen ist da was runtergefallen. Entschuldigung. Ich wurde verletzt, ich gehe zu Let's Dance. Wir haben einen Erste-Hilfe-Kasten. So, ich mach mal das hier. Das passiert mir manchmal. Ja, nicht schlimm. Mein Gott. Nein, das ist nicht schlimm. Kennt ja jeder. Ja. Also immer Kohlrabi, so bei den anderen die Fehler suchen, das mag ich nicht. Kohlrabi kommt, wie gesagt, kommt wieder rein. Streiten Sie sich bitte nicht. Das Problem. Michael, Opa. Es geht doch. Ja. Mehr habe ich ja gar nicht verlangt. Na bitte. Haben wir es dann nun geklärt? Ja, das war toll. Also, dass der Kohlrabi da ist und die Antioxidantien. Ja. Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Suchen Sie sonst noch irgendwas? Brauchen Sie noch irgendwas? Ich glaube nicht.
Caro kommt zum Finale mit Schlager. Auf einmal war er da, der Kohlrabi, mein Freund. Ich wusste nicht, dass es die erste Liebe so nochmal gibt. Ich liebe dich, ich liebe dich und dich und dich und dich und dich. Ich liebe euch alle. Come on, let's have some fun. Woohoo! Wir haben gute Laune. Dankeschön für diesen wunderbaren Musical-Switch. Ja. Ihr habt uns viel Freude gemacht. Vielen Dank an Bernd Budden nochmal. Danke. Bravo.